Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro beantragt. Es gibt in Deutschland immer noch rund 8 Millionen Menschen, die weniger als 14 Euro verdienen. Und damit sind niedrige Altersrenten, wenn man solche niedrigen Löhne und dann eventuell Arbeitslosigkeit über längere Zeiträume hat, eigentlich vorprogrammiert. Um das gesetzliche Rentensystem zu entlasten, Altersarmut und auch Erwerbsarmut zu verhindern, wäre es also dringend nötig, den Mindestlohn auf mindestens 14 Euro anzuheben, denn die Gewerkschaften schaffen es selbst nicht mehr. Aber was sagt denn nun die Partei der kleinen Leute, die SPD dazu? Die lehnt das Ganze natürlich ab. Sie hat es in der Mindestlohnkommission verhindert. Sie hat sich gegen den Willen der Gewerkschaften gestellt und gesagt, nee, der Mindestlohn, der wird nicht auf 14 Euro erhöht. Wir stellen uns auf die Seite der Arbeitgeber. Und jetzt liest uns ein Vertreter der SPD im Deutschen Bundestag die Begründung, warum die SPD so aggressiv Politik gegen die einfachen Arbeiter macht. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute Gott sei Dank wieder einmal über den Mindestlohn sprechen, dann denke ich zuerst aber an eine Veranstaltung, die diese Woche am Dienstag stattgefunden hat. Es war nämlich die Geburtstagsfeier der Festakt zu 75 Jahre Tarifvertragsgesetz. Hier im DGB-Haus, es waren viele wichtige Menschen da und man hat sich mit diesem Gesetz noch einmal beschäftigt. Es ist nämlich am 9. April 1949 in Kraft getreten und damit gut 5 Wochen vor unserem Grundgesetz. Und das Gesetz wurde damals ohne Gegenstimmen einstimmig angenommen. Die SPD-Fraktion im Wirtschaftsrat hat dieses als Initiativantrag damals eingebracht. Und alle, die Alliierten, die Parteien, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften, haben gewusst und waren sich sicher, dass die Wiederherstellung eines freiheitlichen Tarifsystems von immenser Bedeutung für die Demokratie und für den Frieden ist. Dass eine Ja, damals hat die SPD tatsächlich noch die Interessen der einfachen Leute vertreten. Heute tut sie das eben nicht mehr. Sie hat sich vor allem unter der Regierung Gerhard Schröder ja aktiv an der Schwäche der Gewerkschaften beteiligt. Konfliktregelung. Und sie hat sogar unter der Arbeitsministerin Andrea Nahles, das war dann in der Ära Merkel, sogar Gesetze erlassen, um kleine Gewerkschaften wie die GDL auszubremsen. Also die SPD, die macht aktuell aktiv Politik gegen Gewerkschaften. Bernd Rutze, der beruft sich jetzt auf die Geschichte der frühen Bundesrepublik, als die SPD noch eine andere Politik gemacht hat und versucht, das in die Tradition der heutigen SPD zu stellen, was natürlich völlig lächerlich ist. Zwischen Kapital und Arbeit unbedingt geschaffen werden muss. Und dass dieser gesellschaftliche Großkonflikt, den es gibt und auch heute noch gibt, dass der strukturiert werden muss, dass diese Tarifautonomie zusammen mit der betrieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung ein Garant ist für Mindestsicherungen, für Arbeitsschutz und für Sozialleistungen und für soziale und gesellschaftliche Teilhabe. Und alle wussten, dass wenn diese Tarifbindung wegfällt als zentrales Instrument zur Lösung dieses Konflikts, dann bleibt der Konflikt. Und wenn ein solcher Konflikt nicht gelöst wird, dann suchen sich andere Ausdrucksformen und das gefährdet unsere Demokratie. Vor 75 Jahren, 49, gab es dieses gemeinsame Interesse und ich hoffe, dass es dieses gemeinsame Interesse auch heute nach 75 Jahren noch gibt. Aber wir sehen, die Tarifbindung ist deutlich im Fallen. Nur noch jeder zweite Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer wird von einem Tarifvertrag geschützt. Diesen Leuten geht es besser als die, die keinen Tarifvertrag haben. Aber der Geist damals auch des Grundgesetzes, Artikel 9, hat nicht gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, Tarifverträge machen. Die haben gesagt, ihr sollt Tarifverträge machen, weil ihr es besser könnt wie die Politik. Macht Tarifverträge. Und vor 10 Jahren ungefähr kam die Forderung auf, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Und deshalb brauchen wir diesen Mindestlohn. Die Linkspartei hat den schon länger als 10 Jahre gefordert. Die SPD hat die Forderung da vor 10 Jahren aufgegriffen und in der Großen Koalition durchgesetzt. Aber erstmal zu einem viel zu niedrigen. Die Partei hat nämlich 10 Euro gefordert, die für die damalige Zeit völlig in Ordnung gewesen wären. Die SPD hat nur 8,50 Euro gefordert. Und deswegen kam jetzt die Erhöhung auf 12 Euro, die durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland und den damit einhergehenden Preisschock auch schon wieder entwertet wurde. Also die Forderung, den Mindestlohn weiter als 12 Euro zu erhöhen, nämlich auf 14 Euro, die kommt ja nur daher, dass wir gerade so einen rabiaten Preisschock haben, dass wir so eine hohe Inflation haben, dass der Mindestlohn mittlerweile nicht mehr so viel wert ist. Und diesen Preisschock, den haben wir nicht wegen Lohnsteigerung, diesen Preisschock, den haben wir, weil unsere Regierung meinte, es wäre eine gute Idee, einen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten zu starten und hier die Rohstoffpreise zum Explodieren zu bringen.
Eben diese untere Grenze, diese Haltelinie, da, wo es darunter sittenwidrig wird, einzuführen. Manche Staaten brauchen das nicht. Und ich wäre auch froh, wenn wir keinen Mindestlohn bräuchten, weil wir eine ganz hohe Tarifbindung hätten. Aber wir haben natürlich damals nicht zugeschaut und wir haben auch jetzt nicht zugeschaut. Mit 12 Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir annähernd in den Bereich gekommen, wo wir wieder europäisch auch mithalten können. Mit zwei weiteren Trippelschritten. Das ist eine Lüge. Also die EU-Kommission, also die EU hat eine Richtlinie erlassen, nach der der Mindestlohn bei 60% des nationalen Durchschnittseinkommens sein sollte. Damit wäre er in Deutschland zwischen 14 und 15 Euro. Also wenn wir die europäische Norm erfüllen würden und tatsächlich ähnlich viele Niedriglöhne hätten wie andere Länder, dann hätten wir schon längst einen Mindestlohn von 14 Euro. Also Deutschland setzt hier EU-Recht nicht um. Also da sieht man auch sehr schön, dass EU-Recht nicht unbedingt umgesetzt werden muss. Hier hat die EU mal ausnahmsweise was Sinnvolles gefordert und ausgerechnet das setzt die deutsche Regierung nicht um. Weil die SPD eben den Interessen des Finanzkapitals dient und die normalen Menschen ihr völlig egal sind. Ja, und ist auch unglaublich, wie der Bernd Brützel das hier verschwurbelt. Also das müsste er eigentlich erklären und er hält hier so eine Rede im Sinne von, ach, damals, wisst ihr noch, als die SPD noch die Interessen der einfachen Leute vertreten hat und dann haben wir Mindestlohn durchgesetzt. Ja, aber viel zu langsam erhöht. Auf 12,41 und 12,82 ab nächstem Jahr sind wir aber wieder zurückgefallen, was die 60% betrifft, weil andere schneller geworden sind. Und deswegen ist es wichtig, auf Augenhöhe zu verhandeln, auf Augenhöhe zu entscheiden und nicht, dass jemand da ist, der dann sagt, so geht's lang. Das ist nicht der Geist des Grundgesetzes, das ist nicht der Geist des Tarifvertragsgesetzes und es wäre auch gut, wenn es nicht der Geist der Mindestlohnkommission wäre, denn sonst brauchen wir uns nicht zu wundern, dass immer wieder Diskussionen über die Mindestlohnkommission und über die Höhe des Mindestlohnes stattfinden. Vielen Dank. Was? Habt ihr das gerade gesehen? Er hat gar nicht begründet, warum die SPD in der Mindestlohnkommission die Erhöhung des Mindestlohnes verhindert hat. Es war die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, die sich in der Mindestlohnkommission der Arbeitgeber geschlagen hat und gesagt hat, nein, ein Mindestlohn mit 14 Euro, den wird es mir nicht geben. Den haben die Gewerkschaften nämlich gefordert. Also die SPD hat einen Mindestlohn von 14 Euro gegen die Gewerkschaften verhindert. Und jetzt will sie das so darstellen, als wäre das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses. Bullshit. Das war Ergebnis einer Entscheidung der SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Das war nicht Ergebnis irgendeiner Verhandlung. Also die Gewerkschaften hatten ihre Position, nämlich 14 Euro. Die Arbeitgeber hatten ihre Position, nämlich 12,41 Euro. Und die SPD hat gesagt, liebe Arbeitgeber, liebe Unternehmen, wir sind natürlich auf eurer Seite. Es ist uns scheißegal, ob hier die Bevölkerung verarmt ist. Es ist uns völlig egal, was die Gewerkschaften sagen. Wir machen Politik fürs Großkapital. Das hat die SPD da gesagt. Und jetzt schwurbelt dieser Abgeordnete sich einen zusammen. Also die SPD muss weg. Also die muss wirklich abgelöst werden. Das ist eine einzige Katastrophe, was diese Partei gerade mit unserem Land, mit unserer Wirtschaft anrichtet. Und dass darunter die ärmsten Arbeiter noch am meisten leiden sollen, indem man ihnen einen halbwegs gerechten Lohn versagt, das ist wirklich Ausdruck dieses kompletten Totalversagens. Also das heißt Versagens. Es ist absichtliche Politik einer Partei, die gegen das deutsche Volk gerichtet ist. Die CDU hasst die einfache Bevölkerung. Das zeigt sie in dieser Bundestagsabstimmung ziemlich eindeutig. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat nämlich beantragt, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Die Tarifbindung beträgt in Deutschland nur noch 50%. Das heißt, die Gewerkschaften haben eine sehr, sehr geringe Verhandlungsmacht. Das heißt, eine weitere Absenkung des deutschen Lohnniveaus kann nur verhindert werden, wenn der Staat den Mindestlohn auf das europäische Normal, nämlich auf 60% des Durchschnittseinkommens anhebt, verhindert werden. Und diese Forderung des Bündnis Sarah Wagenknechts, nämlich einen normalen europäischen Mindestlohn, also in Höhe von 14 Euro in Deutschland, den einzuführen, den lehnt die CDU hier ab. Naja, mit welchen Argumenten die CDU das tut, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ist das der politische Mindestlohn, der 2015 eingeführt wurde, immer mehr zum politischen Spielball wird. Das ist genau das, was wir von Seiten auch der Kritiker, und es gab Kritiker 2015, immer wieder gesagt haben. Die Gefahr besteht, dass selbst dieses gute Konstrukt der Mindestlohnkommission, die einen guten Rahmen hat, in aller Regelmäßigkeit über die Erhöhung des Mindestlohnes zu beraten, dass wir uns trotzdem aufgrund der vielen Begehrlichkeiten, die CDU verkauft uns hier offensichtlich für vollkommen bescheuert. Die Mindestlohnkommission ist kein Konstrukt, was außerhalb der politischen Verhandlungen stehen würde. Nein, der Mindestlohn drei Regierungsvertreter, drei Arbeitnehmervertreter und drei Arbeitgebervertreter. Also Gewerkschaften, Arbeitgeber und Bundesregierung. Und letztlich entscheiden die Experten der Bundesregierung, ob der Mindestlohn erhöht wird oder nicht. Florian Kern, der von den Grünen dahin geschickt wurde, hat gesagt, ja, ich bin auf der Seite der Gewerkschaften, ich will einen Mindestlohn von 14 Euro. Der Experte der FDP, Lars Feld, der übrigens auch Mitglied in der Montpellier Society ist, der hat gesagt, nee, ich bin auf der Seite der Arbeitgeber, ich will keinen Mindestlohn von 14 Euro.
Und nun war es die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, die eine Erhöhung des Mindestlohnes verhindert hat. Und was wollte nun das BSW hier im Bundestag angreifen? Das heißt, diese Behauptung, die Mindestlohnkommission sei unpolitisch oder so ein Schwachsinn. Es ist einfach eine dreiste Lüge, die euch Politiker erzählen, wenn sie euch verarschen wollen. Und genau das macht die CDU hier. Was hier gerade im linken politischen Spektrum gibt, irgendwann in der Situation befinden, dass man damit tut, was man will. So, und zwar auf Kosten der Arbeitgeber, auf Kosten der Betriebe und damit auch auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Ich darf Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der gesetzliche Mindestlohn ist seit 2015 um mehr als 40% gestiegen, wohingegen die normale Lohn... Ja, bei ähnlichen Steigerungen des Preisniveaus. Und dass die normalen Löhne sogar Reallohnverluste produziert haben, ist doch jetzt kein gutes Argument, sondern eher ganz im Gegenteil. Entwicklung deutlich darunter lag, so etwas um die 30, etwas über 30%. Ja, also wir haben also eine deutlich erhöhte Erhöhung beim Mindestlohn im Vergleich zur normalen Lohnentwicklung. Was Jana Schimke hier weglässt, die Löhne in Deutschland, vor allem die niedrigen Löhne, die unteren 10-20%, also die, die dann ab 2015 Mindestlohn bekommen, sind von Anfang der 90er bis in die 2010er Jahre so gut wie überhaupt nicht gestiegen. Es gab riesiges Wachstum des Bruttoinlandsproduktes, aber das ist nur bei den hohen Einkommen gelandet. Also bei den hohen Lohngruppen, bei den Kapitaleinkommen vor allem. Aber bei den niedrigen Löhnen ist es überhaupt nicht angekommen. Und das verschweigt sie hier. Dass der Mindestlohn hier quasi nur eine Gegenmaßnahme zur schwindenden Verhandlungsmacht der Gewerkschaften war. Dass der Mindestlohn nur eine Gegenmaßnahme war, um diese Stagnation, dieses Absacken von niedrigen Löhnen aufzuhalten. Und dass der, dass die niedrigen Löhne, dass es da so furchtbar aussieht, das lässt die CDU, CSU hier einfach weg und sagt, ach, denen ging es doch ganz gut, den Niedriglohnempfängern, jetzt haben die sogar mal 10% mehr Steigerung gehabt als die anderen, also nominal, real sieht es noch düsterer aus, ist doch alles gut, was wollen die eigentlich? Also die können sich beschweren, wenn der Lohn über 30 Jahre mal nicht fällt, also was wollen die eigentlich von uns? Also ihr merkt vollkommene Volksbelügung, die hier stattfindet. In Deutschland. Und es wäre, wenn wir jetzt der Gruppe der BSW folgen würden, die dritte politische Festsetzung in Deutschland. In einer sozialen Marktwirtschaft wohlgemerkt. Ja, das ist eine Lüge. Also der Mindestlohn wird immer politisch festgesetzt. Also auch die Mindestlohnkommission ist politisch. Wer was anderes erzählt, der lügt euch an. 2015 die erstmalige, jetzt zuletzt mit 12 Euro und dann sollen es 14 Euro sein. Und lieber Bernd, du hast es gerade gesagt, wir müssen in Europa mithalten. Ich will es mal so sagen, wir sind in Europa Spitzenreiter, was dieses Thema angeht. Wir haben die höchsten Arbeitskosten. Ja, weil wir die höchste Produktivität haben. Jedes Land muss sich an seine Produktivität anpassen. Ein Land wie Deutschland muss viel höhere Löhne zahlen als ein Land wie Bulgarien. Das ist selbstverständlich. Jedenfalls würden ja die deutschen Arbeitnehmer so schlecht bezahlt werden wie Bulgaren und die deutsche Exportindustrie könnte alle anderen in Europa tot konkurrieren. Also das ist die Politik, die die CDU will. Die CDU will die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse noch weiter steigern. Sie will die Handelsüberschüsse noch weiter steigern. Sie will andere europäische Staaten, Frankreich, die osteuropäischen Staaten noch weiter tot konkurrieren. Also dieser riesige deutsche Leistungsbilanzüberschuss ist ja schon ein Problem, weil Frankreich, Italien, Griechenland darunter zu ächzen haben. Und dann sagt sie dann, wenn diese Länder dann Haushaltsprobleme haben, damit haben wir nichts zu tun, das ist nicht unsere Schuld. Also wirklich eine maximal verlogene, arbeiterfeindliche Politik, die die CDU hier fährt. Man will in Deutschland nicht mehr investieren, auch wegen der hohen Arbeitskosten und einiger anderer Gründe. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Gruppe der BSW, ich habe es echt langsam aufgegeben, Ihnen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft zu vermitteln. Deswegen, wir haben die besseren Vorschläge, folgen Sie diesen. Vielen Dank. Wirklich, es ist so unfassbar arrogant. Also die soziale Marktwirtschaft von CDU und SPD bestand darin, die Renten massiv zu kürzen. Sie bestand darin, unser Sozialsystem zu schreddern, also mit der Agenda 2010 und mit den Maßnahmen, die die Merkel-Regierung dann gefahren hat, die Tarifbindung zu unterminieren. Also die Tarifbindung in Deutschland beträgt nur noch 50%, die ist kollabiert. Also es ist eine einzige Katastrophe und damit die Löhne zu drücken und damit andere Länder wie Frankreich, wie Italien, wie Griechenland nieder zu konkurrieren, riesige Leistungsbilanzüberschüsse zu erwirtschaften, damit unseren europäischen Handelspartnern zu schaden, den Arbeitern hierzulande zu schaden und letztlich nur dem Großkapital zu nützen. Also ihr seht es, sowohl CDU als auch SPD, als auch FDP, AfD, Grüne, machen alle Politik fürs Großkapital, nur das BSW stellt sich diesem gefährlichen Irrsinn entgegen. Also, ja, man kann nur noch den Kopf schütteln, wenn man sich die politischen Verhältnisse in diesem Land anschaut. Die Grünen blamieren sich mal wieder komplett und zeigen, wie sehr sie das deutsche Volk eigentlich hassen, wie sehr sie Politik gegen dieses Land machen. Zu Wort kommt im Bundestag nämlich die Grünen-Abgeordnete Beate Müller-Gämmecke und erklärt uns, warum sie höhere Löhne, vor allem einen höheren Mindestlohn, ablehnt.
Man sollte noch mal an dieser Stelle daran erinnern, dass es Grüne und SPD waren, die unter Gerhard Schröder erstmal Hartz IV eingeführt haben und unser Rentensystem komplett gegen die Wand gefahren haben mit Riester-Rente und ähnlichem Unsinn und einer massiven Kürzung der gesetzlichen Renten. Und gleichzeitig hat man noch versucht, Druck auf die Gewerkschaften auszuüben, um eine Politik des Lohndumpings zu fahren, um dem Großkapital Vorteile auf den Exportmärkten zu gewähren, um andere europäische Handelspartner niederzukonkurrieren. Das war die Strategie der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Mittlerweile sind die Grünen vollkommen durchgedreht, beginnen Wirtschaftskriege gegen wichtige Handelspartner wie beispielsweise Russland. Und gibt ja auch schon einige Irre, die Sanktionen gegen den Iran fordern. Naja, brauchen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber warum unter dieser irren Wirtschaftspolitik der Grünen die deutschen Arbeiter am meisten leiden sollen, also warum denen nicht mal ein höherer Mindestlohn gewährt wird, das wird uns diese Grünen-Abgeordnete Beate Müller-Gemmicke jetzt hoffentlich mal erklären. Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion und auch Gruppen, ich habe es hier schon häufig gesagt, die politische Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro war dringend notwendig. Davon haben insbesondere die Beschäftigten in den Ostbundesländern im Niedriglohnbereich und insbesondere auch Frauen profitiert. Und die ganzen negativen Szenarien, die prognostiziert wurden, Frau Schimke, sind eben nicht eingetreten. Laut IAB haben nur sehr, sehr, sehr wenige Betriebe mit Entlassungen auf die 12 Euro reagiert. Die Anpassung des Mindestlohns war also richtig und wichtig. Wir haben immer betont, dass nach dieser politischen Erhöhung wieder die Mindestlohnkommission über die Entwicklung entscheiden soll, denn das entspricht dem Grundverständnis einer Tarifautonomie. Für uns war die Einführung des Mindestlohns Aufgabe der Politik, aber die Anpassung die Sache der Sozialpartner. Davon waren wir zutiefst überzeugt. Und dann kam die Entscheidung der Mindestlohnkommission im letzten Jahr. Eine Lohnsteigerung von gerade mal 82 Cent in 2 Jahren. Das war angesichts der damaligen Inflation definitiv. Also wen verarschen die Grünen hier eigentlich? Es war nicht die Mindestlohnkommission, die sich insgesamt so entschieden hätte. Nein. Die Gewerkschaften haben eine Erhöhung auf 14 Euro gefordert. Die Arbeitgeber wollten nur diese geringe Erhöhung, die jetzt Beate Müller-Gemmicke hier beschreibt. Nämlich die auf 12,41 Euro und dann auf 12,82 Euro. Und die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld war dann die entscheidende Stimme in der Mindestlohnkommission, die dafür gesorgt hat, dass der Mindestlohn nur auf 12,41 Euro erhöht wird. Also die SPD hat hier sich mit den Arbeitgebern verbündet, um einen höheren Mindestlohn zu verhindern. Was ist hier passiert? Die SPD hat letztlich die entscheidende Stimme geliefert, die dafür gesorgt hat, dass der Mindestlohn nicht auf 14 Euro gestiegen ist. Das heißt hier zu sagen, ja, die Mindestlohnkommission hat sich so entschieden. Nee, die Gewerkschaften haben was anderes gefordert. Es waren die Arbeitgeber, die FDP und die SPD, die dafür gesorgt haben, dass der Mindestlohn schwächer gestiegen ist. Zu wenig. Also real ist das ja nicht mal eine Steigerung. Real ist das ja wahrscheinlich eine Kürzung, wenn er von 12 Euro auf nur 12,41 Euro steigt. Also davon kannst du dir ja in Deutschland mittlerweile auch nichts mehr kaufen, weil den Preissteigerungen, die Bundesregierung durch ihre katastrophale Wirtschaftspolitik herbeigeführt hat. Diese Entscheidung ist in keiner Weise nachvollziehbar und kann auch nur scharf kritisiert werden. Und enttäuschend war vor allem auch, wie diese Empfehlung zustande gekommen ist. Die Idee ist ja eigentlich, dass die Mindestlohnkommission einen Kompromiss findet, den alle mittragen können. Ein Kompromiss, der die unterschiedlichen Interessen berücksichtigt. Und genau das hat nicht funktioniert. Es gab keine Einigung. Die Gewerkschaftsseite wurde überstimmt. Und das geht nicht. Dieser Vorgang ist einfach. Es ist schön, wie Beate Müller-Gemmicke sich hier darum rumwindet, ihren Koalitionspartner SPD und die FDP zu kritisieren. Also es waren Lars Feld und Christian der FDP-Vertreter, der übrigens auch Mitglied in der Montpellier Society ist, und die SPD-Vertreterin. Die haben mit den Arbeitgebern die Gewerkschaften überstimmt. Also warum kritisieren die Grünen hier nicht ihre Koalitionspartner? Das ist doch mal eine interessante Frage. Einfach nicht akzeptabel. Verantwortung sieht anders aus. Das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Die Gruppe BSW fordert jetzt einen Mindestlohn in Höhe von 14 Euro. Und dann muss ich fragen, wie geht es weiter? Soll dann jährlich der Mindestlohn erhöht werden? Soll die Mindestlohnkommission abgeschafft werden? Hier bleibt BSW unklar. Wir Grünen haben einen anderen und ganz klaren Beschluss gefasst. Wir wollen die Vorgaben und die Kriterien im Mindestlohngesetz nachschärfen, weil sie eben in der heutigen Form nicht ausreichen, um Erwerbsarmut zu verhindern. Konkret wollen wir beim Mindestlohn eine Untergrenze einziehen, und die soll mindestens bei 60% des mittleren Lohns bei Vollzeitbeschäftigten liegen. Das wären zurzeit tatsächlich 14 Euro. Der Unterschied zu BSW ist aber, unsere Regelung ist dynamisch, also die 60%. Und genau so muss es sein, denn damit haben wir eine nachvollziehbare und auch eine langfristige Regelung. Sie schützt den Mindestlohn von unten, aber ist nach oben offen.
In dieser Wahlperiode. Ja, das ist richtig, was die Grüne hier gesagt hat. Aber wieso spricht sie da nicht an, dass es ihr Koalitionspartner SPD und ihr anderer Koalitionspartner SPD waren, die das geändert haben? Wird es diese Reform mit der Ampel nicht geben, das ist klar und das muss ich auch nicht weiter erklären. Aber es gibt ja auch noch ein Morgen, das heißt, wir bleiben dran, denn der Mindestlohn ist kein Almosen. Die Menschen arbeiten häufig in besonders schwierigen Berufen. Sie geben in Krankenhäusern beispielsweise das Essen aus. Sie versorgen uns im Einzelhandel mit Lebensmitteln. Sie tragen bei Wind. Ja, das ist jetzt dieses Gesülze, das kommt hinterher. Also die Grünen-Politikerin hat, wie gesagt, nicht gut erklärt, warum ihre Koalitionspartner so katastrophal gehandelt haben. Aber hat sie hier gesagt, okay, mit SPD und FDP ist es nicht möglich, mit der Ampel wird es das nicht geben. Aber immerhin, das war nicht die schlimmste Rede, die wir uns heute angesehen haben. So viel kann man, glaube ich, mal als Fazit sagen. So wenig ich die Grünen mag, die Rede des SPDlers, wo er wirklich 3 Minuten um nichts rumgeschwurbelt hat, wo er gar nichts erklärt hat, wo er so getan hat, als wäre die SPD für einen höheren Mindestlohn. Und wo er wirklich absurdesten Unsinn geredet hat, die war noch schlimmer. Also in der Debatte hat die SPD tatsächlich eine noch schlimmere Figur abgegeben als die Grünen. Die neoliberale AfD-Abgeordnete Gerrit Huy hat eine Rede gehalten, wo sie erklärt, warum die AfD eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro ablehnt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte im Bundestag so eine Erhöhung auf 14 Euro beantragt. Und ja, die AfD bezeichnet sich ja immer als Partei der kleinen Leute. Und angesichts dessen, dass die Tarifbindung der Gewerkschaften in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist, dass sie mittlerweile nur noch bei 50% liegt, müsste die AfD doch sagen, ja, höhere Löhne für die Deutschen, das wollen wir auf jeden Fall, Erhöhung des Mindestlohnes jetzt. Aber Gerrit Huy sieht das irgendwie anders. Woran liegt das? Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer, wir tragen den Mindestlohn grundsätzlich mit, weil bei uns der Niedriglohnsektor viel zu groß ist und weil wir einem Lohndumping durch die Masseneinwanderung von Helferqualifikationen vorbeugen wollen. Die Mindestlohnerhöhung soll immer mindestens die Inflation ausgleichen und wenn es möglich ist, auch mehr. Aber was wir nicht wollen, ist damit die Arbeitslosigkeit vergrößern und die wächst zurzeit. Nach einem Anstieg des Mindestlohns um 25% innerhalb eines einzigen Jahres wollen das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt noch einmal 13% oben drauflegen. Also ja, woran liegt das, dass das BSW da noch was drauflegen soll? Vielleicht, weil die Preise ähnlich stark gestiegen sind bei der Mindestlohn. Vielleicht, weil unsere Bundesregierung gerade einen irren Wirtschaftskrieg gegen Russland führt, damit vor allem die Nahrungsmittel und die Energiepreise hochgetrieben hat. Eine Inflation, die die Mittelschicht und die Armen viel härter trifft als die Reichen. Ich meine, wer nicht viel Geld hat, der hat einen höheren Anteil an seinem Einkommen, das für Heizen und für Sprit und für Essen draufgeht. Also gerade solche Einkommen müssen noch besser gestellt werden. Aber da sagt die AfD, nein, also das geht nicht. Also wir mögen den Wirtschaftskrieg zwar auch nicht, aber wenn wir schon diese Preissteigerung haben, dann sollten die Armen doch zumindest mal einen größeren Anteil an den Kosten tragen. Also das sagt Gerrit Huy hier de facto. Sie drückt es nicht so aus, aber das ist es de facto, welche Haltung der AfD sie hier zum Ausdruck bringt. Also insgesamt 38% innerhalb von 2,5 Jahren. Da war die Mindestlohnkommission schlauer. Sie hat zu Anfang dieses Jahres den Mindestlohn um 3,4% erhöht. Und es ist auch Quatsch, was im Antrag steht, dass damit die Inflation nicht ausgeglichen wäre. Die beträgt seit Anfang des Jahres 2,9% oder weniger, zuletzt 2,2%. Dem Bündnis Sarah Wagenknecht fehlt hier offensichtlich das Augenmaß. Und noch etwas fehlt Ihnen. Ja, die Inflation ist zurückgegangen nach diesem massiven Preisschock. Aber der Mindestlohn wurde doch, also vor dem Preisschock hat die SPD eine Erhöhung auf 12 Euro versprochen. Diese Erhöhung wurde durch den Preisschock jetzt entwertet. Und um das wieder auszugleichen, muss man den Mindestlohn doch jetzt wieder erhöhen, damit der alte Wert von 12 Euro bestehen bleibt. Also das ist doch jetzt wirklich nicht so schwer zu verstehen. Also das ist ja jetzt wirklich ein schlechtes Argument. Der Mindestlohn wird jetzt nicht noch stärker entwertet werden. Guck mal, die Inflationsrate ist zurückgegangen. Also was ist das denn für ein schlechtes Argument? Er wurde ja schon entwertet. Der Preisschock ist ja schon passiert. Die Preise sind ja nicht wieder gesunken, sondern sie steigen nur langsamer, als sie vorher gestiegen sind. Sie steigen jetzt wieder in normalen Bahnen, aber das ändert nichts daran, dass sie 2022, 2023 explodiert sind. Die Lust zu fragen, wo das Geld eigentlich herkommt, das Sie so großzügig verteilen. Wie wichtig eine funktionierende Wirtschaft ist, das müsste doch allmählich auch Ihnen klar sein, jetzt wo Sie uns in Teilen verlässt. Und Sie haben nichts Besseres zu bieten als einen Aufguss Ihrer alten Anträge. Von einer übermäßigen Mindestlohnabhängung sind rund 30% aller Firmen in Deutschland betroffen, in den Bundesländern, neuen Bundesländern sogar 40%. Wie hoch ist dann der Anteil an Arbeitern? Über 8 Millionen Menschen arbeiten für unter 14 Euro. Das bedeutet Erwerbsarmut. Das bedeutet, dass sie eventuell mit Bürgergeld aufstocken müssen. Also der Staat würde übrigens hier aus. Und wenn immer gesagt wird, der Sozialstaat soll kleiner werden, ja, ein höherer Mindestlohn ist ein perfektes Instrument, um den Sozialstaat zu verkleinern.
Wir werden Personal entlassen müssen, Investitionen kürzen und die Preise erhöhen, wo es möglich ist, und damit auch die Inflation wieder antreiben. Das alles ist gerade in Kalifornien passiert, wo der Gouverneur in einem Handstreich den Mindestlohn auf $20 festgesetzt hat. Betroffen von Ihrer aberwitzigen Mindestlohnerhöhung wären insbesondere das verarbeitende Gewerbe und die Gastronomie, die jetzt schon mit massenhaft Schließungen zurechtkommen müssen. Massiv betroffen ist auch der Einzelhandel, wo Ladenschließungen zur Verödung der Innenstädte führen. Erst jetzt hat der Deutsche Handelsverband die Bundesregierung zu einem Innenstadtgipfel eingeladen, um noch zu verhindern, dass aus unseren Städten Geisterstädte werden. Und jetzt wollen Sie den Mindestlohn noch mal erhöhen? Betroffen ist auch die Landwirtschaft, die schon mit dem jetzigen Mindestlohn nicht zurechtkommt. Sie kann ihre Saisonarbeitskräfte nicht mehr bezahlen und muss deshalb nicht nur an vielen Stellen Spargel und Erdbeeren unterpflügen, sondern der gesamte Obstanbau sieht sich vor die Existenzfrage gestellt. Dem Weinbau. Also, bezüglich dieses USA-Arguments, da hat ein US-Bundesstaat den Mindestlohn erhöht und jetzt gibt es eine Entlassungswelle. Das haben in den USA, also da gibt es Studien zu, aber eine Studie hat sogar ein Gedächtnis-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen und die hat Future Sapiens in diesem Video profitabler. Schaut euch das gerne an. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Diese Studie vergleicht eine Mindestlohnerhöhung von 25% in einem US-Bundesstaat mit Mindestlohnerhöhung im Nachbarbundesstaat und kommt zum Schluss, der Mindestlohn hat sogar Arbeitsplätze geschaffen. Der hat keine Arbeitsplätze vernichtet. Das kann man auch sehr einfach erklären, wenn Niedriglohnempfänger mehr Geld im Portemonnaie haben, dann geben sie mehr aus. Und wenn sie mehr ausgeben, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Es sorgt für mehr Nachfrage, für mehr Konsum. Und deswegen ist das tatsächlich gar nicht so einfach, wie Gerrit Huy hier erzählt. Also natürlich, wenn die Löhne in der deutschen Wirtschaft steigen, dann kann das passieren, dass deutsche Exportkonzerne im Ausland es schwieriger haben. Aber Deutschland hat gerade Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von 6-8% des Bruttoinlandsproduktes. Also wirklich riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Wir müssen uns über mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bezüglich unserer Löhne keine Sorgen machen, sondern ganz im Gegenteil. Deutschland hat sogar ein zu niedriges Lohnniveau. Wir könnten uns deutlich höhere Löhne leisten, wenn die Politik das wollte. Nur die AfD will das nicht. Die AfD will Politik für die Exportindustrie und gegen die deutschen Arbeitnehmer machen. Wie gesagt, was die Effekte auf den Binnenmarkt angeht, oder die Gesamteffekte, die wurden ja hier untersucht, schaut euch das Video von Future Sapiens an. Da geht er auf die Studie ein, die 2021 den Gedächtnis-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat. Es ist ja nicht der echte Nobelpreis, also falls ihr das immer dachtet, es gibt keinen Wirtschaftsnobelpreis. Der Preis wurde wesentlich später von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Wird ein Lebenshorizont von gerade einmal noch 30 Jahren vorhergesagt. Aber das ist nicht das Klima, das da schuld ist. Das sind die Kosten. Und das wollen Sie jetzt noch verstärken? Wir wollen auch gute Löhne. Aber dazu braucht man nun mal eine gute Wirtschaft. Und die wird erst wieder kommen, wenn der Lebenshorizont der Ampel zu Ende geht und die Grünen zurück in ihre Märchenstunde gehen. Deshalb mein Tipp, nicht Mindestlohn erhöhen, Steuern senken. Vielen Dank. Das ist ein vollkommen, also ja, beim ersten Punkt hat sie definitiv recht. Die Ampel ruiniert gerade durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland unsere Wirtschaft. Deutschland beteiligt sich ja auch noch an anderen Wirtschaftskriegen, die jetzt Schaden anrichten, also nicht in Deutschland, wie dem gegen Venezuela. Es werden neue Wirtschaftskriege wie beispielsweise gegen den Iran oder gegen China vorbereitet. Also die grüne Politik, die ist absolut katastrophal. Die zerschlägt überall Porzellan, die deindustrialisiert unser Land. Das ist definitiv so, da hat Gerrit Huy recht. Aber Steuersenkung bei der Einkommensteuer, wie sie die AfD fordert, die bringen den normalen Arbeitern so gut wie nichts. Also wer nur Mindestlohn verdient, wer zahlt ein paar hundert Euro Einkommensteuer, wenn überhaupt, dem würde es eher was bringen, wenn die Sozialbeiträge sinken oder wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Aber die Forderung hat die AfD meines Wissens nach nicht mehr im Programm. Also Steuersenkungen auf die Einkommensteuer, von der profitieren leider vor allem die Reichsten. Das heißt, wie gesagt, Einkommensteuer sollte man für die Mitte und die Armen auf jeden Fall senken, das oben wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Also es würde den der Mitte der Gesellschaft und den Niedriglohnempfängern mehr nutzen, wenn man die Mehrwertsteuer senken würde, Konsumsteuer abschaffen und senken würde. Fordert das BSW ja auch, also das BSW fordert ja massive Senkungen der Steuern auf Spritpreise, auf Mineralöl, auf die CO2-Steuer muss weg. Also das sind ja alles Forderungen, die das BSW hat. Also das ist ja kein Widerspruch. Du kannst ja Steuern senken und den Mindestlohn erhöhen. Also Gerrit Huy stellt das hier gerade als Widerspruch dar. Also du kannst beides machen. Du kannst die Steuern senken und du kannst den Mindestlohn erhöhen. Und da musst du natürlich die richtigen Steuern senken, damit sie bei den Leuten auch ankommen. Wenn du, wie gesagt, die Einkommensteuer vor allem für die Reicheren senkst, dann hat davon derjenige, der Mindestlohn kriegt, relativ wenig. Du müsstest also beispielsweise unten dann die Freibeträge anheben. Wie gesagt, das sind jetzt Detailfragen, auf die will ich nicht eingehen. Aber
Gerrit Huy stellt das jetzt Widerspruch dar und es ist de facto kein Widerspruch. Und damit stellt sich die AfD hier leider, leider auf die Seite des Kapitals. Also das ist nicht der solidarische Patriotismus, der uns hier von einigen versprochen wurde. Schade. Ich meine, es gibt ja einige, die behaupten, ja, die AfD, die sei gar nicht mehr neoliberal, das wäre sie früher unter Bernd Lucke gewesen. Die sei mittlerweile solidarisch-patriotisch. Wer Leute wie Gerrit Huy hier Werbung für die deutsche Exportindustrie und Werbung für Lohndumping machen lässt und sagt, nee, Mindestlöhne erhöhen geht überhaupt nicht, nachdem die Mindestlöhne so extrem entwertet wurden durch den Preisschock. Also das hat nicht so viel mit solidarischem Patriotismus zu tun. Also so zumindest meine Einschätzung. Die neoliberale AfD-Abgeordnete Gerrit Huy hat eine Rede gehalten, wo sie erklärt, warum die AfD eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro ablehnt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte im Bundestag so eine Erhöhung auf 14 Euro beantragt. Und ja, die AfD bezeichnet sich ja immer als Partei der kleinen Leute. Und angesichts dessen, dass die Tarifbindung der Gewerkschaften in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist, dass sie mittlerweile nur noch bei 50% liegt, müsste die AfD doch sagen, ja, höhere Löhne für die Deutschen, das wollen wir auf jeden Fall, Erhöhung des Mindestlohnes jetzt. Aber Gerrit Huy sieht das irgendwie anders. Woran liegt das? Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer, wir tragen den Mindestlohn grundsätzlich mit, weil bei uns der Niedriglohnsektor viel zu groß ist und weil wir einem Lohndumping durch die Masseneinwanderung von Helferqualifikationen vorbeugen wollen. Die Mindestlohnerhöhung soll immer mindestens die Inflation ausgleichen und wenn es möglich ist, auch mehr. Aber was wir nicht wollen, ist damit die Arbeitslosigkeit vergrößern und die wächst zurzeit. Nach einem Anstieg des Mindestlohns um 25% innerhalb eines einzigen Jahres wollen das Bündnis Sarah Wagenknecht erst noch einmal 13% obendrauf legen. Also ja, woran liegt das, dass das BSW da noch was drauflegen soll? Vielleicht, weil die Preise ähnlich stark gestiegen sind wie der Mindestlohn. Vielleicht, weil unsere Bundesregierung gerade einen irren Wirtschaftskrieg gegen Russland führt, damit vor allem die Nahrungsmittel und die Energiepreise hochgetrieben hat. Eine Inflation, die die Mittelschicht und die Armen viel härter trifft als die Reichen. Ich meine, wer nicht viel Geld hat, der hat einen höheren Anteil an seinem Einkommen, das für Heizen und für Sprit und für Essen draufgeht. Also gerade solche Einkommen müssen noch besser gestellt werden. Aber da sagt die AfD, nein, also das geht nicht. Also wir mögen den Wirtschaftskrieg zwar auch nicht, aber wenn wir schon diese Preissteigerung haben, dann sollten die Armen doch zumindest mal einen größeren Anteil an den Kosten tragen. Also das sagt Gerrit Huy hier de facto. Sie drückt es nicht so aus, aber das ist es de facto, was welche Haltung der AfD sie hier zum Ausdruck bringt. Also insgesamt 38% innerhalb von 2,5 Jahren. Da war die Mindestlohnkommission schlauer. Sie hat zu Anfang dieses Jahres den Mindestlohn um 3,4% erhöht. Und es ist auch Quatsch, was im Antrag steht, dass damit die Inflation nicht ausgeglichen wäre. Die beträgt seit Anfang des Jahres 2,9% oder weniger, zuletzt 2,2%. Dem Bündnis Sarah Wagenknecht fehlt hier offensichtlich das Augenmaß. Und noch etwas fehlt Ihnen. Ja, die Inflation ist zurückgegangen nach diesem massiven Preisschock. Aber der Mindestlohn wurde doch, also vor dem Preisschock hat die SPD eine Erhöhung auf 12 Euro versprochen. Diese Erhöhung wurde durch den Preisschock jetzt entwertet. Und um das wieder auszugleichen, muss man den Mindestlohn doch jetzt wieder erhöhen, damit der alte Wert von 12 Euro bestehen bleibt. Also das ist doch jetzt wirklich nicht so schwer zu verstehen. Also das ist ja jetzt wirklich ein schlechtes Argument. Der Mindestlohn wird jetzt nicht noch stärker entwertet werden. Guck mal, die Inflationsrate ist zurückgegangen. Also was ist das denn für ein schlechtes Argument? Er wurde ja schon entwertet. Der Preisschock ist ja schon passiert. Die Preise sind ja nicht wieder gesunken, sondern sie steigen nur langsamer, als sie vorher gestiegen sind. Sie steigen jetzt wieder in normalen Bahnen, aber das ändert nichts daran, dass sie 2022, 2023 explodiert sind. Die Lust zu fragen, wo das Geld eigentlich herkommt, das Sie so großzügig verteilen. Wie wichtig eine funktionierende Wirtschaft ist, das müsste doch allmählich auch Ihnen klar sein, jetzt wo Sie uns in Teilen verlässt. Und Sie haben nichts Besseres zu bieten als einen Aufguss Ihrer alten Anträge. Von einer übermäßigen Mindestlohnabhängigkeit sind rund 30% aller Firmen in Deutschland betroffen, in den Bundesländern, neuen Bundesländern sogar 40%. Ähnlich hoch ist dann der Anteil an Arbeitern. Über 8 Millionen Menschen arbeiten für unter 14 Euro. Das bedeutet Erwerbsarmut. Das bedeutet, dass sie eventuell mit Bürgergeld aufstocken müssen. Also der Staat würde übrigens hier aus. Und wenn immer gesagt wird, der Sozialstaat soll kleiner werden, ja, ein höherer Mindestlohn ist ein perfektes Instrument, um den Sozialstaat zu verkleinern. Wir werden Personal entlassen müssen, Investitionen kürzen und die Preise erhöhen, wo es möglich ist. Und damit auch die Inflation wieder antreiben. Das alles ist gerade in Kalifornien passiert, wo der Gouverneur in einem Handstreich den Mindestlohn auf 20 Dollar festgesetzt hat. Betroffen von Ihrer aberwitzigen Mindestlohnerhöhung wären insbesondere das verarbeitende Gewerbe und die Gastronomie, die jetzt schon mit massenhaft Schließungen zurechtkommen müssen. Massiv betroffen ist auch der Einzelhandel, wo Ladenschließungen zur Verödung der Innenstädte führen. Erst jetzt hat der Deutsche Handelsverband die Bundesregierung zu einem Innenstadtgipfel eingeladen, um noch zu verhindern, dass aus unseren Städten Geisterstädte werden. Und jetzt wollen Sie den Mindestlohn noch mal erhöhen? Betroffen ist auch die Landwirtschaft, die schon mit dem jetzigen Mindestlohn nicht zurechtkommt. Sie kann ihre Saisonarbeitskräfte nicht mehr bezahlen und muss deshalb nicht nur an vielen Stellen Spargel und Erdbeeren unterpflügen, sondern der gesamte Obstanbau sieht sich vor die Existenzfrage gestellt. Dem Weinbau.
Also, bezüglich dieses USA-Arguments, da hat ein US-Bundesstaat den Mindestlohn erhöht und jetzt gibt es eine Entlassungswelle. Das haben in den USA, also da gibt es Studien zu, aber eine Studie hat sogar einen Gedächtnis-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen und die hat Futuro Sapiens in diesem Video profitabler. Schaut euch das gerne an. Ich verlinke euch das Video in der Beschreibung. Ja, diese Studie vergleicht eine Mindestlohnerhöhung von 25% in einem US-Bundesstaat mit Mindestlohnerhöhung im Nachbarbundesstaat und kommt zum Schluss, der Mindestlohn hat sogar Arbeitsplätze geschaffen. Der hat keine Arbeitsplätze vernichtet. Das kann man auch sehr einfach erklären. Wenn Niedriglohnempfänger mehr Geld im Portemonnaie haben, dann geben sie mehr aus. Und wenn sie mehr ausgeben, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Es sorgt für mehr Nachfrage, für mehr Konsum. Und deswegen ist das tatsächlich gar nicht so einfach, wie Gerrit Huy hier erzählt. Also natürlich, wenn die Löhne in der deutschen Wirtschaft steigen, dann kann das passieren, dass deutsche Exportkonzerne im Ausland ja es schwieriger haben. Aber Deutschland hat gerade Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von 6-8% des Bruttoinlandsproduktes. Also wirklich riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Wir müssen uns über mangelnde Wettbewerbsfähigkeit bezüglich unserer Löhne keine Sorgen machen, sondern ganz im Gegenteil. Deutschland hat sogar ein zu niedriges Lohnniveau. Wir könnten uns deutlich höhere Löhne leisten, wenn die Politik das wollte. Nur die AfD will das nicht. Die AfD will Politik für die Exportindustrie und gegen die deutschen Arbeitnehmer machen. Wie gesagt, was die Effekte auf den Binnenmarkt angeht, oder die Gesamteffekte, die wurden ja hier untersucht, schaut euch das Video von Futuro Sapiens an. Da geht er auf die Studie ein, die 2021 den Gedächtnis-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten hat. Es ist ja nicht der echte Nobelpreis, also falls ihr das immer dachtet, es gibt keinen Wirtschaftsnobelpreis. Der Preis wurde wesentlich später von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Wird ein Lebenshorizont von gerade einmal noch 30 Jahren vorhergesagt. Aber das ist nicht das Klima, das da schuld ist. Das sind die Kosten. Und das wollen Sie jetzt noch verstärken? Wir wollen auch gute Löhne. Aber dazu braucht man nun mal eine gute Wirtschaft. Und die wird erst wieder kommen, wenn der Lebenshorizont der Ampel zu Ende geht und die Grünen zurück in ihre Märchenstunde gehen. Deshalb mein Tipp, nicht Mindestlohn erhöhen, Steuern senken. Vielen Dank. Das ist ein vollkommen, also ja, beim ersten Punkt hat sie definitiv recht. Die Ampel ruiniert gerade durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland unsere Wirtschaft. Deutschland beteiligt sich ja auch noch an anderen Wirtschaftskriegen, die jetzt Schaden anrichten, also nicht in Deutschland, wie dem gegen Venezuela. Es werden neue Wirtschaftskriege, wie beispielsweise gegen den Iran oder gegen China vorbereitet. Also die grüne Politik, die ist absolut katastrophal. Die zerschlägt überall Porzellan, die deindustrialisiert unser Land. Das ist definitiv so, da hat Gerrit Huy recht. Aber Steuersenkung bei der Einkommensteuer, wie sie die AfD fordert, die bringen den normalen Arbeitern so gut wie nichts. Also wer nur Mindestlohn verdient, wer zahlt ein paar hundert Euro Einkommensteuer, wenn überhaupt, dem würde es eher was bringen, wenn die Sozialbeiträge sinken oder wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Aber die Forderung hat die AfD meines Wissens nach nicht mehr im Programm. Also Steuersenkungen auf die Einkommensteuer, von der profitieren leider vor allem die Reichsten. Das heißt, wie gesagt, Einkommensteuer sollte man für die Mitte und die Armen auf jeden Fall senken, das oben wahrscheinlich ein bisschen erhöhen. Also es würde den der Mitte der Gesellschaft und den Niedriglohnempfängern mehr nutzen, wenn man die Mehrwertsteuer senken würde, Konsumsteuern abschaffen und senken würde. Fordert das BSW ja auch, also das BSW fordert ja massive Senkungen der Steuern auf Spritpreise, auf Mineralöl, auf die CO2-Steuer muss weg. Also das sind ja alles Forderungen, die das BSW hat. Also das ist ja kein Widerspruch. Du kannst ja Steuern senken und den Mindestlohn erhöhen. Also Gerrit Huy stellt das hier gerade als Widerspruch dar. Also du kannst beides machen. Du kannst die Steuern senken und du kannst den Mindestlohn erhöhen. Und da musst du natürlich die richtigen Steuern senken, damit sie bei den Leuten auch ankommen. Wenn du, wie gesagt, die Einkommensteuer vor allem für die Reicheren senkst, dann hat davon derjenige, der Mindestlohn kriegt, relativ wenig. Du müsstest also beispielsweise unten dann die Freibeträge anheben. Wie gesagt, das sind jetzt Detailfragen, auf die will ich nicht eingehen. Aber Gerrit Huy stellt das jetzt Widerspruch dar und es ist de facto kein Widerspruch. Und damit stellt sich die AfD hier leider auf die Seite des Kapitals. Also das ist nicht der solidarische Patriotismus, der uns hier von einigen versprochen wurde. Schade. Ich meine, es gibt ja einige, die behaupten, ja, die AfD, die sei gar nicht mehr neoliberal, das wäre sie früher unter Bernd Lucke gewesen. Die sei mittlerweile solidarisch patriotisch. Wer Leute wie Gerrit Huy hier Werbung für die deutsche Exportindustrie und Werbung für Lohndumping machen lässt und sagt, nee, Mindestlöhne erhöhen geht überhaupt nicht, nachdem die Mindestlöhne so extrem entwertet wurden durch den Preisschock. Also das hat nicht so viel mit solidarischem Patriotismus zu tun. Also so zumindest meine Einschätzung. Die FDP hat mal wieder gezeigt, dass sie Politik für das Großkapital und gegen die normalen deutschen Arbeiter macht, gegen die Mehrheit der deutschen Bevölkerung agiert. In der Mindestlohnkommission gab es nämlich zuletzt die Entscheidung, den Mindestlohn nicht auf 14 Euro zu erhöhen. Wer ist schuld daran? Nun, zum einen die Arbeitgeber, ist ja logisch, also Unternehmer wollen keine höheren Löhne. Und zum anderen Lars Feld, Experte von der FDP, sitzt auch in der Mont-Pelerin Society und
die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld. Also SPD und FDP haben eine Erhöhung des Mindestlohnes zusammen mit den Arbeitgebern verhindert und sich gegen die Gewerkschaften gestellt. Und jetzt schauen wir mal, was die FDP im Deutschen Bundestag zu dieser Entscheidung, die zu Lasten der Mehrheit der deutschen Bevölkerung über 8 Millionen Euro arbeiten für unter 14 Euro, was sie zu dieser Entscheidung hier zu sagen hat, wie der FDP-Mann das verteidigt. So viel vorweg, er wird wirklich die ganze Arroganz dieser Oligarchenpartei offenlegen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Antrag 20.9132 hat die Fraktion Die Linke gefordert, den gesetzlichen Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen. Mit dem Antrag 20. Also jetzt mal, wie gesagt, ist ad hominem, aber Karl Julius Kronberg. Also kann man einen schöneren Namen für einen FDPler finden? 10.366 fordert die Gruppe BSW das Gleiche. Ich stelle fest, erstens, wegen des Mindestlohns hätte man sich nicht scheiden lassen brauchen. Zweitens, das BSW konkretisiert seinen selbstgesetzten Anspruch auf Vernunft, indem es auf einen Überbietungswettbewerb mit der Linken beim Mindestlohn verzichtet und bei 14 Euro bleibt. Das ist ja schon mal was. Noch vernünftiger wäre es allerdings gewesen, Vorschläge zu unterbreiten, die dafür sorgen, dass das Antragsziel Armutsvermeidung tatsächlich erreicht werden kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber genau das leistet der Antrag nicht. Denken wir an Schulabgänger, vielleicht aus bildungsfernen Haushalten. Je höher der Mindestlohn, desto höher der Abstand zur Ausbildungsvergütung, also desto größer auch der finanzielle Anreiz, auf Qualifikation und Bildung zu verzichten. Dabei wissen wir genau, je geringer die Qualifikation, desto höher das Armutsrisiko. Gerecht ist nicht der politische Eingriff in die Lohnfindung. Gerecht sind Angebote, attraktive Angebote für mehr Qualifikation. Das verringert das Armutsrisiko im langen Lauf, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denken wir an Zuwanderer oder Langzeitarbeitslose. Je höher der Mindestlohn, desto höher die Eintrittsbarrieren in den Arbeitsmarkt. Je länger aber die Arbeitslosigkeit, desto schwerer fällt. Ja, das ist einfach falsch. Also wenn der Mindestlohn steigt, also sagen wir, der Mindestlohn für Industrie, aber für, nehmen wir mal irgendeinen ganz normalen Beruf, wo der Mindestlohn ist, Paketboten, der steigt. Das wird Amazon nun machen. Wird Amazon nun sagen, okay, die Paketboten sind uns zu teuer, wir entlassen die, wir liefern keine Pakete mehr aus. Nein, natürlich nicht. Amazon wird wirklich immer noch weiter Pakete an die Leute ausliefern. Aber ja, vielleicht zu etwas höheren Preisen, aber es wird weiter Pakete ausliefern. Das heißt, die Leute werden nicht entlassen, sondern ganz im Gegenteil, die Leute bekommen einfach höhere Löhne. Das kann man übrigens auch empirisch zeigen. Ich hatte vorhin schon mal auf das Video von Future Sapiens verwiesen. Dort beschreibt er eine Studie, die 2021 mit dem Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde, also mit dem Gedächtnisnobelpreis für Wirtschaftswissenschaften von David Card und Alan Krueger, wo die beiden nachweisen, dass eine Erhöhung des Mindestlohnes um 25%, also viel stärker als das BSW es hier fordert, wo diese Erhöhung tatsächlich die Beschäftigung hinkt und nicht senkt. Also ein höherer Mindestlohn führt zu mehr Beschäftigung, nicht zu weniger. Was der FDPler hier sagt, hier anbringt, ist die Grenzproduktivitätsthese der Neoklassik. Also ein Arbeitnehmer wird nur so hoch entlohnt, wie die Grenzproduktivität ist. Und wenn er nicht die notwendige Grenzproduktivität hat, also beispielsweise Langzeitarbeitslose oder Zuwanderer, die können ja schließlich keine Pakete zustellen mit der gleichen Produktivität, wie beispielsweise ein FDP-Sesselfurzer das könnte, verdienen die eben halt nicht mehr als beispielsweise 10 Euro. Ich habe es gerade schon erklärt, das ist völliger Schwachsinn. Amazon wird nicht sagen, nee, jetzt liefern wir einfach mal 20% unseren Kunden keine Pakete. Es wird nicht passieren. Sondern sie werden die Leute, die diese Pakete liefern, einfach besser bezahlen. Sowas wie Produktivität individueller Arbeitskräfte. Sowas gibt es überhaupt nicht. Also Produktivität ist immer etwas, was gesamtwirtschaftlich erzielt wird. Also ich hatte gerade das Beispiel mit den Paketboten genannt. Also auch der Industriemechaniker, der kann nur vernünftig in seinem Haus leben, mit Konsumgütern versorgt werden, wenn irgendwer an der Supermarktkasse sitzt, wenn irgendwer ihm die Pakete nach Hause liefert, wenn irgendwer seinen Arbeitsplatz putzt. Obwohl Industriemechaniker, der wird das noch selber machen mit dem Putzen. Aber ihr versteht, was ich meine. Der Jobmanager kann nur in seinem Büro arbeiten, wenn das vorher jemand geputzt hat. So diese Vorstellung, es gäbe eine individuelle Produktivität und die armen Arbeitnehmer, die sehr wenig verdienen, die seien einfach nicht produktiv genug. Also das ist eine Verherrlichung, eine Verabsolutierung des Marktes, dass man einfach sagt, alles, was am Markt erzielt wird, was natürlich auch immer auf politischen Druck mit politischen Vorgaben erzielt wird. Es gab ja eine massive, aktive politische Unterstützung von Lohndumping von Deutschland in den letzten 30 Jahren. Das ist halt so. Und wenn das so ist, dann liegt das daran, dass die Arbeitnehmer einfach nicht mehr verdienen sollten. Also das ist pure Ideologie, es hat wenig mit der Realität zu tun, aber für FDP-Wähler reicht es anscheinend. Also wenn ihr irgendwelchen Ökonomieschwurbel, der nichts mit der Realität zu tun hat,
im Sinne des Großkapitals wollt, dann wählt die FDP. Die Aufnahme von Arbeitern, desto höher ist das Risiko, dauerhaft in Bezug und Armut zu bleiben. Ist das gerecht? Nein. Gerecht ist es, die Festsetzung des Mindestlohns dem Wahlkampf zu entziehen und in den Händen der unabhängigen Mindestlohnkommission zu belassen, auch wenn einem das Ergebnis mal nicht... Schon wieder eine Lüge. Ich wollte eigentlich nicht so häufig unterbrechen, aber das ist schon wieder gelogen. Also die Mindestlohnkommission ist nicht unabhängig. Da sitzen, ich habe es am Anfang erklärt, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, drei Vertreter der Regierung. Und die Vertreter von FDP und SPD, Christiane Schönefeld und Lars Feld, haben dafür gesorgt, dass der Mindestlohn nicht auf 14 Euro erhöht wird, sondern nur auf 12,41 Euro. Also die haben diese absolut lächerliche, reale Kürzung des Mindestlohnes verursacht. Also was soll man dazu noch sagen? So, FDP und SPD verhindern eine stärkere Steigerung des Mindestlohnes und jetzt lügt die FDP uns hier einen vor, dass das unabhängig wäre. Also das ist einfach so eine Volksverarsche. Wie gesagt, hört nicht auf diese erbärmliche Partei hier. Die FDP belügt euch, wenn sie den Mund aufmacht. Genauso wie SPD, CDU, Grüne und ja, mittlerweile leider auch die Linke. Passt. Und die Linke hier beim Mindestlohn stabil geblieben ist. Also die Linke, die kann man ja für alles kritisieren, aber Mindestlohn, da ist sie wenigstens, da ist sie noch vernünftig. Bei allem anderen ist sie eingeknickt, deswegen ist ja auch die Gründung des BSW nicht. Aber beim Mindestlohn, da ist sie wenigstens noch stabil geblieben. Rechts sind Rahmenbedingungen, die Aufstieg aus eigener Kraft und aus eigener Leistung möglich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das fängt immer mit einem ersten Job an. Denken wir an Teilzeitbeschäftigte oder auch Minijobber. Deren Armutsrisiko hängt ja nicht maßgeblich vom Stundenlohn ab, sondern vom Arbeitsvolumen. Wer in Teilzeit arbeitet und sonst kein weiteres Einkommen hat, der ist von Armut bedroht, ja. Aber auch egal, ob er 12,41 oder 14 Euro verdient. Aber je besser die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt, je attraktiver Homeoffice und ÖPNV-Angebote sind, je flexibler die Arbeitszeiten gestaltet werden dürfen, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen und auch Männer von Teilzeit in Vollzeit wechseln. Das sind doch in Wahrheit die Hebel, die das Armutsrisiko nachhaltig senken, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Altersarmut verhindern Sie auch nicht, wenn der Stundenlohn um 1,59 Euro steigt, sondern wenn mehr Teilzeit... Das ist einfach eine Lüge. Also, natürlich verhindert es Altersarmut, wenn die Löhne höher sind. Also, jetzt, ja, es sollte mehr Vollzeitbeschäftigung geben, definitiv müsste es die Nachfrage geben. Dafür wäre es beispielsweise gut, wenn man unsere Industrie nicht durch einen Wirtschaftskrieg gegen Russland ruinieren würde. Also, das ist ja jetzt, wie gesagt, ist wirklich vollkommen absurd, was der FDPler uns hier zu erzählen hat. Und ja, ich glaube, damit ist auch genug. Ich hatte es gerade gesagt. Höhere Mindestlöhne schaffen sogar Arbeitsplätze, sie verhindern sie nicht, weil sie eben die gesamtwirtschaftliche Nachfrage steigern. Wenn man Leuten mehr Geld gibt, vor allem Leuten mit niedrigem Einkommen, dann geben sie dieses Geld aus und dadurch sorgen sie dafür, dass gesamtwirtschaftlich sogar mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Kann man, wie gesagt, bei David Card und Alan Krueger nachlesen. Hat Future Sapiens ein Video zugemacht, ist in der Beschreibung verlinkt. Also auch hier der typische FDP-Nonsens, genauso die Mindestlohnkommission, die ist nicht unabhängig. Die FDP saß doch da drin und hat eine Erhöhung des Mindestlohnes eben verhindert. Also die Ampel will uns mal wieder für blöd verkaufen. Also das gleiche Fazit wie nach der Rede von SPD und ja, auch nach der Rede der Grünen leider. Das BSW hat im Bundestag eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 14 Euro beantragt, was angesichts einer historisch niedrigen Tarifbindung von nur noch 50% auch dringend erforderlich ist. Die niedrigen Löhne in Deutschland sind seit Anfang der 90er so gut wie überhaupt nicht gestiegen, manche sogar abgesackt. Also eine einzige Katastrophe, die wir lohntechnisch in Deutschland haben, die durch absichtliches Lohndumping der deutschen Bundesregierung seit Helmut Kohl und Gerhard Schröder herbeigeführt wurde. Und das BSW hat nun gesagt, Schluss damit, wir brauchen einen höheren Mindestlohn. Aber wenn die Gewerkschaften es alleine nicht schaffen, dann sollten wir wenigstens die Forderung der Gewerkschaften, denn 14 Euro Mindestlohn, das ist keine Forderung, die sich das BSW ausgedacht hat, das ist eine Forderung, die hatten die Gewerkschaften auch schon, dann sollten wir wenigstens dieser Forderung nachgehen. Klaus Ernst hält im Bundestag eine wirklich gute Rede, wo er begründet, warum das so gemacht werden sollte und warum die deutschen Arbeiter endlich wieder höhere Löhne verdient haben und diese ganze katastrophale Wirtschaftspolitik der Ampel, ja, endlich abgelöst gehört. Ich weiß, Sie wissen, dass Sie dran sind, Herr Krungen. Weil wenn Sie schon kritisieren, dass es einen politischen Eingriff gibt in den Lohn, dann hätten Sie zum Beispiel in der Ampel ja den gar nicht machen dürfen. Den haben Sie ja selber gemacht. Den haben Sie doch selber gemacht. Sie haben doch den Mindestlohn politisch erhöht. Ja, wer denn sonst? Also wenigstens mal erinnern, was man vorher gemacht hat, dann sind solche Reden ein bisschen besser. Und so, ja, Frau Schimke, Sie sind die Nächste, wie ich leider reden muss. Es freut mich, dass Sie ja über Spielbälle oder sonst was reden. Das zeigt mir, dass Sie vermutlich noch nie Mindestlohn gearbeitet haben.
sonst wird sie weniger über Bälle reden, sondern vielleicht über die Realitäten. Und mir sind Bälle egal. Es kommt darauf an, was die Leute rauskriegen. Und deshalb haben wir den Antrag gestellt, abzustimmen, dass wir den Mindestlohn entsprechend erhöhen. Um das geht es. Und deshalb haben wir unseren Antrag gestellt. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, das ist zu wenig, was wir gemacht haben. Und die Mindestlohnkommission, was die gemacht hat, war natürlich ein Riesenskandal. Und wenn sowas ist, muss die Politik eingreifen, weil uns geht es nicht um irgendwelche Spiele, sondern um die Realitäten, die die Menschen haben. Was kriegen sie für ihre Arbeit? Und da ist das, was zurzeit ist, einfach schlichtweg zu wenig. Wir wissen insbesondere in Ostdeutschland sind die... Was die Mindestlohnkommission angeht, FDP und SPD haben da zusammen eine Erhöhung des Mindestlohnes verhindert. Das könnte man als BSW-Vertreter vielleicht mal etwas popularisieren. Also diese Rede jetzt leider nicht gemacht, könnte Sarah Wagenknecht in ihrem Pressestatement vielleicht mal sagen. Beziehungsweise man kann ja jetzt auch auf diese Bundestagsabstimmung verweisen, wo die Ampel ja eine Erhöhung des Mindestlohnes zusammen mit der AfD und zusammen mit der CDU verhindert hat. Also Altparteien und AfD sind zumindest, was Wirtschaftspolitik angeht, noch auf einer Linie. Löhne bis zu 20% niedriger. Im Westen sind auch insbesondere Frauen von diesen niedrigen Löhnen betroffen. Und auf unsere Anfrage hin hat die Staatssekretärin Kramme geantwortet, dass es 8,4 Millionen Menschen sind, die einen Bruttostundenverdienst von unter 14 Euro haben. 8,4 Millionen Menschen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, durch das, dass wir diesen Antrag vorgelegt haben, haben Sie alle die Möglichkeit mitzuentscheiden, dass wir für 8,4 Millionen die Lebenssituation verbessern. Und zwar, wenn Sie unserem Antrag zustimmen. Und das ist mir vollkommen wurscht, ob wir irgendwelche Strukturveränderungen machen müssen. Ja, da haben wir ja Vorschläge, die sind ja auch in Ordnung. Aber bis wir solche Vorschläge bekommen, die dann in der Realität umgesetzt werden können, kommen Sie bitte jetzt haben wir die Chance, jetzt zustimmen, dann haben Sie was für die Leute getan und alles andere ist Humbug. So, gute Rede von Klaus Ernst. Ihr merkt, es klatschen nur die BSW-Abgeordneten. Ja, die linken Abgeordneten sind ein bisschen böse, glaube ich, dass das BSW durch die Abspaltung von den Linken, wie den verschuldet hat durch ihre katastrophale Friedenspolitik und durch diesen Woke-Wahn, dem sie sich hingegeben hat, dass das BSW die Linke damit beerdigt hat und die Linke jetzt auf dem Kurs Richtung Sonstiges. Okay, anderes Thema, hat jetzt nicht so viel mit Mindestlohn zu tun. Aber es ist lustig, wer im Bundestag bei welchen Reden klatscht, egal wie großen, was für einen großen Unsinn der CDU da verbreitet. Alle CDU-Abgeordneten stehen da, ja, ja, der hat recht. Also, ja, ja, beziehungsweise die CDU-Abgeordnete, Jana Schimke, irrelevante Hinterbänklerin, brauchen wir uns hoffentlich nicht merken. Die Frau spielt hoffentlich nie wieder eine Rolle, war furchtbar, die Rede, die sie gehalten hat. Also da haben ja wirklich alle geklatscht. Das war ja wirklich einziges Irrenhaus dieser Bundestag mittlerweile. Ein guter Antrag vom BSW wurde selbstverständlich abgelehnt von den Altparteien, von der AfD. Und wie gesagt, bei der Ampel war nichts anderes zu erwarten. Die hat ja in der Mindestlohnkommission die Erhöhung des Mindestlohnes vorher verhindert. Man kann es nicht häufig genug betonen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.